Neben unserem Aussehen definiert vor allem auch unsere Stimme und die Art, wie wir kommunizieren, wer wir eigentlich wirklich sind. Das gilt auch für die größten Persönlichkeiten der Geschichte. Doch bei vielen weiß man gar nicht, wie sie eigentlich wirklich klangen. In diesem Video präsentieren wir euch Tonaufnahmen, die einen einzigartigen Blick in die Geschichte ermöglichen und historische Personen in einem neuen Licht zeigen. Beginnen wir mit Thomas Alva Edison. Er gilt als der Erfinder des Phonographs, einem Gerät, das es erst möglich machte, Ton festzuhalten und sogar wiederzugeben. Edison war ein amerikanischer Erfinder, der von 1847 bis 1931 lebte und vor allem für seine Innovationen im Bereich der Elektrotechnik und Stromverteilung bekannt war. Seine wohl berühmteste Erfindung war die Glühbirne. Doch Edison entwickelte auch eine andere, sehr bedeutsame Maschine, die es erstmals möglich machte, Ton festzuhalten und sogar wiederzugeben. Der sogenannte Phonograph konnte nämlich Schallwellen auf Zinnfolie aufzeichnen und diese dann hörbar machen. Die erste dieser Zinnfolienaufnahmen konnte vor 6 Jahren von Wissenschaftlern erfolgreich digitalisiert werden. In dieser scheinbar allerersten Tonaufnahme eines Menschen hört man, wenn auch sehr undeutlich, Edison den Kinderreim Mary Had a Little Lamb vortragen. Edison nahm Jahre später denselben Text nochmal auf, allerdings mit deutlich weiterentwickelter Technik, was man der Aufnahme auch anmerkt. First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, it screeched as white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Auch wenn im Allgemeinen Thomas Edison als der Erfinder des Phonographs gilt und seine Tonaufnahmen zu den ältesten Aufnahmen der Welt zählen, so ist das allerdings streng genommen gar nicht wahr. Es gab bereits vor Thomas Edison eine Aufnahme, die laut Meinung von Historikern die wahre erste Aufnahme der menschlichen Stimme in der Geschichte ist. Sie stammt von Edward Leon Scott de Martinville, einem französischen Buchhändler und Erfinder. Er lebte von 1817 bis 1879 und entwickelte im Alter von 40 Jahren den allerersten Phonographen. Doch im Gegensatz zu Edisons Gerät konnte der Phonograph von Scott de Martinville nur Geräusche aufzeichnen, aber nicht wiedergeben. Die durch die Stimme erzeugten Schallwellen wurden einfach auf Papier festgehalten. Da die meisten Aufnahmen von Scott de Martinville noch über seinen Tod hinaus erhalten blieben, konnten Wissenschaftler und Tontechniker das Audio sehr präzise rekonstruieren. Zwei Professoren der Universität Berkeley gelang es im Jahr 2008 sogar, Scott de Martinvilles allererste Aufnahme, in der er 20 Sekunden lang das Volkslied Au clair de la lune singt, originalgetreu nachzustellen. Was jetzt folgt, ist die vermutlich erste Tonaufnahme der Menschheitsgeschichte, aus dem April 1860. Kommen wir als nächstes zu einer anderen unglaublichen Tonaufnahme. Auf ihr hört man die Stimme von Marie Curie. Die in Frankreich lebende Physikerin und Chemikerin entdeckte zusammen mit ihrem Mann die Elemente Radium und Polonium und trieb damit maßgeblich die Forschung zur Atomkraft voran. Sie erhielt für ihre Arbeit sogar mehrfach den Nobelpreis und das sogar in verschiedenen Fachgebieten. Als sie 1931 von der amerikanischen Radiologiegesellschaft mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde, entstand auch ein kurzes Interview mit der damals 64-jährigen Marie Curie. Dieses Interview ist die einzige existierende Tonaufnahme von ihr. Nur 3 Jahre nach dieser Aufnahme verstarb die Physikerin bereits, da sie fast ihr gesamtes Berufsleben lang sehr hoher Strahlung ausgesetzt war. Kommen wir nun nach Deutschland und zu einem der wohl bedeutendsten Komponisten der Geschichte, Johannes Brahms. Er lebte von 1833 bis 1897 und seine Orchesterwerke und Symphonien werden auch heute noch weltweit aufgeführt. Der Durchbruch gelang ihm damals vor allem mit dem sogenannten Deutschen Requiem, einer Komposition, die als eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte gilt. Am 15. Juni 1889 traf Brahms in Wien den Handelsreisenden Adelbert Wakeman. Wakeman arbeitete für Thomas Alva Edison, den Erfinder des Phonographen, und war damit beauftragt,
beauftragt, das Gerät auch in Europa vorzuführen. Brahms war so begeistert von der neuen Technologie, dass er direkt mehrere seiner Stücke aufnehmen ließ. Nebenbei entstand auch eine Aufnahme, in der man Brahms Stimme hören kann. Es ist nur ein einzelner Satz und die bis heute einzige existierende Tonaufnahme von Brahms. Danach setzte er sich ans Klavier und spielte. Und auch das konnte aufgezeichnet werden. Als nächstes kommen wir von einem genialen Musiker zu einem brillanten Wissenschaftler, der auch heute noch vielen ein Begriff ist, und zwar Albert Einstein. Seine Forschungen auf dem Gebiet der theoretischen Physik, insbesondere der Quantenphysik, beschäftigt die Wissenschaft auch heutzutage noch. Er gilt auch als der Inbegriff eines Genies und hatte ein sehr turbulentes Leben. Denn obwohl Einstein eigentlich Deutscher war und 1879 in Ulm geboren wurde, verließ er seine Heimat recht früh und gab in den 1930er Jahren seine deutsche Staatsbürgerschaft sogar gänzlich ab. Er lebte schließlich auch in den USA, wo es einmal zu dieser Videoaufnahme kam. Sie zeigt eine Unterhaltung von Einstein mit Carl Laemmle, dem Gründer der Universal Studios. Thema des Gesprächs ist ein Toninterview, das Einstein anschließend geben sollte. Vergessen Sie das vom Mikrofon? Ja, natürlich. Ich bin schon so viel gestanden. Ich bin schon so viel gestanden, dass es auf mich keinen großen Eindruck mehr macht. Keinen großen Eindruck? Keinen großen Eindruck. Nein. Waren Sie schon vor dem Mikrofon gestanden? Ja, so, ja, schon öfter. Oh. Es sind auch Sprecher von mir. Aber sie liegen in Archive. Sie liegen in Archive und werden nicht gezeigt, wie lange ihr lebt. Das ist was anderes. Und wie Einsteins Frau Elsa Löwenthal richtig prognostizierte, wurden die Archive geöffnet. Und so kamen auch Tonaufnahmen von Einstein zum Vorschein, in denen der gebürtige Deutsche Englisch spricht. Dass er kein Muttersprachler ist, fällt allerdings auch sehr schnell auf. Aber hört selbst. The common language of science. The first step towards language was to link acoustically or otherwise commutable signs to sense impressions. Most likely, all sociable animals have arrived at this primitive kind of communication. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Person, die im Gegensatz zu allen anderen in dieser Liste nicht zum Fortschritt der Menschheit beitrug. Ganz im Gegenteil, Adolf Hitlers Wirken kostete vielen Menschen das Leben und förderte die Entstehung eines Regimes, das alles Andersartige nach und nach zu beseitigen versuchte. Wie Hitler klingt, ist den meisten schon bekannt, denn vor allem seine Reden machten ihn erst weltweit bekannt und sie prägten auch maßgeblich das Bild, das Menschen heutzutage von dem Diktator haben. Doch es existiert auch eine Tonaufnahme, die eine ganz andere Sicht auf die Person Hitler ermöglichte. Und zwar entstand sie im Privaten, abseits von Podesten und großen Massen. Während einer Zugfahrt traf sich Hitler mit dem finnischen Oberst Karl Mannerheim. Ein Tontechniker verbaute heimlich oberhalb des Fensters zwei Mikrofone und nahm das Gespräch auf. Und so klang es. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht gehabt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihrem Schild. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Punks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele hat, sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich.
Das war's auch schon mit unserem Video. Was sind denn eure Gedanken zu diesen Tonaufnahmen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!